Tabellenschlusslicht. MSV Duisburg empfängt Spitzenreiter Bayern München. Ungleicher könnte dieses Duell kaum sein. Duisburg nach 17 Spieltagen mit gerade einmal 4 Punkten. Bayern hat 45 Zähler auf dem Konto. Mehr als 11-mal so viel. Und umso erstaunlicher, dass Duisburg die Chance zur Führung hat. Antonia Halverkamps kann nicht kontrolliert abschließen. Vierte Minute, Chin mit der Hereingabe. Halverkamps in die Arme von Groß. Bayern braucht gut 6 Minuten für den ersten Torabschluss. Tiefer Ball Richtung Julia Gwin, die nachsetzt. So kommt der Ball zu Dallmann. Rüber zu Clara Bühl und Freutel legt unfreiwillig ab für Georgia Stanway. Ein harmloses Schüsschen. Stanway versucht den Ball mit der Innenseite zu platzieren. 5 Minuten später macht es die englische Nationalspielerin dann deutlich besser. Stanway kommt an den Ball und nimmt Maß. Knallt den Ball zentral an die Latte. Doch in der Zeitlupe erst zu erkennen, dass Ena Mamutovic klasse pariert und den Ball entscheidend mit den Fingerspitzen an die Latte lenkt. Nach einer knappen Viertelstunde wird es dann kurios. Bayern über links mit Clara Bühl, die findet Dallmann, die bedient Stanway. Allerdings prallt Stanway erstmal ab, bevor sie gut nachsetzt. So kommt der Ball zu Pernille Harder. Ihre Flanke köpft Schiller an den Pfosten. Dallmann setzt nach und spitzelt die Kugel an den anderen Pfosten. Ehe Paula Flach die Situation bereinigt. Doppelglück für den MSV. Erst Schiller an den einen Pfosten und dann Dallmann an den anderen. Das Team von Bayern-Trainer Alexander Strauß im Vordergrund dominiert. Doch die Mannschaft von Thomas Gerstner hält die Null. Doch diese wackelt in der 28. Minute erneut. Langer Schlag von Groß, Bühl und Dallmann setzen aggressiv nach. Dallmann erobert den Ball, nimmt ihn mit der Hand mit. Das Spiel läuft weiter, Dallmann zu Clara Bühl. Aber Mamutovic vereitelt mit der nächsten guten Tat den Rückstand. Die Duisburger Schlussfrau kommt extrem schnell von der Linie und zeigt auch in der nächsten Szene ihre Qualitäten zum Leidwesen des Münchner Anhangs. 40. Minute. Pernille Harder raus zu Julia Gwin. Die schlägt die Flanke, aber Ena Mamutovic mit guter Strafraumbeherrschung schaltet sofort in den Offensivmodus. Präziser Abschlag auf Halverkamps, die dann jedoch keine Anspielstation findet. Bayern ist spielbestimmt in Durchgang 1, hat 66% Ballbesitz, erzeugt allerdings nicht den Druck, den man vom Liga-Primus gewohnt ist. Duisburg hat eine gute Torhüterin, hält mit allem, was sie haben, dagegen und ist in der 41. Minute um seltene Entlastung bemüht. Die Duisburgerinnen versuchen kontrolliert aufzubauen, bis Vanessa Fürst den Ball nach vorne drischt. Duisburg bekommt die zweiten Bälle. Schließlich landet der Ball bei Taryn Rees. Die ist auf dem linken Flügel unterwegs. Vigos Dottir steht im Weg. Rees versucht zu flanken, erzielt aber das 1:0 für den krassen Außenseiter. Der MSV Duisburg kann es kaum fassen, führt glücklich. Die abgerutschte Flanke der US-Amerikanerin wird zum Chip und fällt hinter Groß ins Tor, sodass der Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt ist. Und genau das möchten die Münchnerinnen kurz vor der Pause ändern. Pernille Harder auf dem rechten Flügel zieht nach innen und flankt butterweich auf Lea Schüller. Bajuwarischer Chancenwucher in Durchgang 1 ist der einzige Grund für eine überraschende Duisburger Führung nach 45 Minuten. Frustrierte Bayern-Spielerinnen auf der Suche nach Lösung. Und den ersten Lösungsvorschlag hat der FC Bayern München in der 49. Minute. Linda Dallmann steckt durch für Bühl. Deren Hereingabe wird zur Flipperkugel, ehe Julia Gwin abstaubt. Der 1:1 Ausgleich durch den dritten Saisontreffer der Nationalspielerin. Trotz Duisburger Reklamationen. Denn Sarah Freutel hebt das Abseits auf.
Die Münchnerinnen scheinen mehrere Lösungsansätze für Durchgang 2 erarbeitet zu haben, setzen den MSV unter Druck. Und die Zebras kommen im eigenen 16er gewaltig ins Schwimmen. Mirai Chin kommt ins Straucheln und der Ball kullert vor die Füße von Georgia Stanway. Was ein Strich! Binnen 3 Minuten schlägt das Imperium doppelt zurück und dreht die Partie. Dank Stanways hervorragender Schussstärke, Bühls Nachsetzen gegen Chin noch im Rahmen des Erlaubten. Und dann Stanway mit der Fackel. Duisburg wirkt jetzt völlig überfordert. Mit einer einzigen Ausnahme, Ena Mahmutovic pariert zweimal herausragend. Sie ist der starke Rückhalt in ihrer Mannschaft. Erst gegen den Kopfball und dann gegen den Nachschuss von Pernille Harder. Doch Bayerns Überlegenheit in der zweiten Hälfte erdrückend. Der fünffache und amtierende deutsche Meister mit Chancen fast im Minutentakt. Lea Schüller in der 57. Minute an den Pfosten. In der 63. Minute gibt's dann einen Freistoß für den FC Bayern aus halblinker Position. Das ist ein Fall für Clara Bühl. Und die findet mit ihrem Standard den Kopf von Magdalena Eriksson. Die Schwedin beweist Köpfchen, beziehungsweise besser gesagt Hinterköpfchen, und erhöht auf 3:1 für den Tabellenführer. Mahmutovic machtlos. In der 67. Minute hat Bayern, besser gesagt Lea Schüller, dann Pech. Ihr Kopfballtreffer zum vermeintlichen 4:1 wird fälschlicherweise einkassiert, denn Schüller ist bei Bühls Flanke nicht im Abseits. 60 Sekunden später prüft Pernille Harder die beste Duisburgerin. Mahmutovic taucht ab. Und in der 85. Minute gegen den Kopfball von Dahlmann wieder auf. Sehenswertes Zuspiel der eingewechselten Jovana Damjanovic, die in der 87. Minute auf 4:1 erhöht. Die Serbin eiskalt vorm Duisburger Tor, braucht eine Viertelstunde für ihren 7. Saisontreffer. 45 Minuten hat sich der MSV Duisburg tapfer gewehrt. In Halbzeit 2 ist es ein gnadenloser Münchner Einbahnstraßenfußball. Und die Münchnerinnen rollen weiter an und zeigen kein Erbarmen. Die ebenfalls eingewechselte Sydney Lohmann markiert den 5:1 Endstand. Am Ende ist es ein deutlicher Klassenunterschied und Bayern marschiert weiter einsam an der Spitze. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.